Ahoi, liebe Zockerfreunde, und willkommen zurück zu RimWorld. Eine kleine, aber wie ich finde, feine Alpha 17 Kolonie hier. Wächst schön weiter. Wir haben uns größtenteils erholt vom letzten Überfall. Haben noch einen neuen Gefangenen gemacht. Und ja, also momentan läuft es mal noch. Dringend müssen wir jetzt unsere Verteidigung aufbauen. Ich habe da beim letzten Mal hier schon mal ein paar Geschütztürme eingeplant. Allerdings werden wir da wahrscheinlich Probleme kriegen mit der Anzahl der Bauteile, die wir haben. Deswegen ist es mal wieder die höchste Priorität, mehr Bauteile zu kriegen. Die hier. Da liegen auch noch welche rum. Wirst du jetzt mal holen. Egal, was ihr jetzt gerade sonst so am machen seid. Ich muss jetzt mal kurz das Zeug einsammeln, bevor sie die noch verrotten oder so. Das wäre nämlich schlecht. Haben wir eh schon zu wenig davon. Noch irgendwo welche rumliegen. Ja, aber da kann man noch welche abbauen. Hätte jetzt wirklich so ziemlich alles zusammenkratzen müssen, was es so gibt an Bauteilen. Denn die sind Mangelware hier. Okay. Okay. Gleichzeitig brauchen wir auch Stahl jede Menge. Auch auf Arbeit, auf Abbauen stehen überhaupt. Shrike steht auf Abbauen. Einen Moment, Bergbau muss ich gucken. Shrike und Techniker Gaming. Okay. Conor kann ich auch gleich nochmal dazu verdonnern, wenn er wieder ein bisschen gekocht hat. Ja, 10 reicht erstmal wieder. Dann kannst du auch mal wieder bauen gehen. Schlagen die Blitze ein. Brennt schon überall. Nicht schlecht. So, kommen wir. Geht da oben abbauen. Gut. Habe ich dann einen auf Konstruktion? Mal schnell schauen. Bauen. Shrike eigentlich. Das heißt, Shrike sollte da irgendwo am Bauen sein, oder? Ne, Shrike versorgt erstmal Hakuya. Okay. Zusammenbruchrisiko Pete. Trägt Holz in die Lagerzone. Wie viel haben wir denn jetzt da? 22 Bauteile. Okay. Bräuchten wir jetzt langsam mal wieder ein bisschen Eisen. Techniker Gaming baut hier Bauteile ab. Okay. Machen wir jetzt auch Pause. Feierabend, besser gesagt. Kondor, hast du irgendwas abgebaut? Nee. Also ein bisschen Stahl muss ich jetzt auch wieder einen Auftrag geben. Jetzt zum Beispiel. Momentan haben wir keinen Stahl mehr. Oh, da liegt aber noch jede Menge. Sehe ich gerade. Bevor du Feierabend machst, gehen wir noch ein bisschen was holen hier. Genau wie du. Zwar wieder arschweit rennen dafür, aber es ist nötig. Denn der letzte Überfall hat gezeigt, dass wir hier mit den paar Knarren, die wir haben, nicht mehr weit kommen. Wir brauchen auf jeden Fall befestigte Geschütztürme hier. Unser Strom ist ausgefallen. Warum eigentlich? Nebliger Regen. Okay. Das Ding hat auch noch niemand neu gebaut. Okay, das erklärt auch, warum der Strom ausfällt.
Ist das Zeug wieder am Verrotten hier? Nicht gut. Lass mal die Zeit vorlaufen, bis morgen. Aber ich glaube, nebliger Regen ist auch neu in Alpha 17, oder? Hab ich vorher auch noch nicht gesehen. So, könnt ihr schlafen gehen? Mal da. Kältewelle. Okay. Dann geht unsere Ernte kaputt. Das ist noch das kleinere Übel, aber meine Leute hier werden jetzt arschkalt kriegen hier drin. Temperatur. Eine Heizung hier hinstellen. Irgendwo. Ja, da ist bereits das Hochzeitsding. Dann stellen sie halt hier hin. Innen 2 Grad, außen minus 9. Wow. Minus 9 ist heftig. Dann soll Kondor auch wieder kochen, lieber. Statt Bergbau zu machen. Reis ist erfroren. Ja gut, das wird jetzt noch öfter passieren. So, du darfst dich auch nicht so lange draußen. Kartoffeln sind erfroren. Du darfst dich auch nicht so lange draußen aufhalten. Denn hier ist es minus 12 Grad. Das ist ungesund. Heilwurzel ist erfroren. Das ist nicht gerade optimal. Mal im Auge behalten. So, außer ihm ist aber niemand draußen, oder? Nee, gut. Unterkühlung. Okay, pass auf. Brech das mal ab. Und schmiede lieber mal irgendwas. Mach irgendwas drin. Ist, glaube ich, gesünder während der Kältewelle. Hier drin haben wir auch schon minus 3 Grad, das ist auch nicht optimal. Shrike, ich will mal kurz, dass du das Ding zuerst baust. Die Heizung bauen wir jetzt. Offen halten. Offen halten, damit sie ein bisschen durchzieht überall. Offen halten. Halten. Schauen wir uns mal hier. Sturmgewehr unfertig. Aha. So hat er das abgebrochen, das Sturmgewehr. Nicht das verstehen. Keine Ahnung. So, jetzt müsste es hier drin aber theoretisch wieder ein bisschen wärmer werden. Irgendwie sagen, dass du das weiterbauen sollst. Techniker Gaming will da was zu bauen, deswegen hat er sein Gewehr weggeräumt. Okay. Interessant. Piet rennt weiterhin draußen rum.
Auch nicht gesund auf Dauer. Kühlung. So, hier ganz langsam steigt es hier. Krankenbetten sind fertig. Schön. Was nehmen wir dann? Transportkapseln. Forschungsgeschwindigkeit. Okay. Geothermale Energie macht doch Sinn, oder? Forschen wir das mal. So, was sagt die Temperatur hier drin? Ich glaube, ich brauche mehr Heizung. Das hilft alles nichts. Machen wir hier noch eine rein. Hier noch eine rein. Hier unten noch eine rein. Nee, oder oben vielleicht. Flüchtling gejagt von bei Trag und Ziggy. Ein VR-Entwickler namens Miriam Hensen kontaktiert dich aus der Nähe. Sie wird von Stammesmitgliedern der Fraktion die Schwarzen Igel gejagt. Sie fleht um Hilfe und bietet an, deiner Kolonie beizutreten. 53 Jahre alt. Ja, komm. Machen wir. Gucken wir uns die mal an, was wir da jetzt gekauft haben. Oh, nicht schlecht. Bergbau 12, Konstruktion 11. Die ist wirklich nicht schlecht. Das hat sich mal gelohnt. So, Miriam. Du gehst gleich mal hier in die Waffenkammer. Und schnappst dir die Schrotflinte. Können sie denn überhaupt? Nee, Fernkampf 0. Naja, egal. Schweig, du hast eine Knarre. Techniker Gaming hat einen Bogen. Nicht so toll. Kondor hat eine Knarre. Die brauche ich mal. Pete hat, glaube ich, noch eine Knarre, oder? Ja, die brauche ich auch mal. Du gehst dahin. So, Fieb. Du nimmst dir das Teil. Stellst dich mal da oben hin. Da sind sie schon. Oh je. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ach du Scheiße. Aber zum Glück überwiegend mit Knüppeln. Und einige Wurfspeere und Bögen und sowas bewaffnet. Könnte wieder eng werden. Mal schauen. Zumal noch während der Kältewelle, was auch nicht gerade toll ist. Schweig. Keine Materialien. Schade. Hatschi, Entschuldigung. Tja.
Und noch irgendwo Eisen. Da liegt noch hier eine Menge. Schweig, geh mal hinholen. Wobei, warte mal, wie viel brauchen so ein Ding? 175, nee, das kannst du lassen. Das würde eh nichts mehr. Ja, aber braucht jetzt trotzdem mal hier. Du gehst. Das war auch eine Idee. Tun Tür. Auch mal schnell eine Tür da unten rein. Ja, du hättest es vielleicht nicht zuerst abreißen sollen. Oh Gott. Komm, beeil dich. Ja, schnappt sich die Schrotflinte. Sehr schön. Du gehst mal. Wo sind die denn? Die kommen schon da. Oh shit. Du gehst mal. Irgendwo auf Reserve hin. Die Tür wird aber noch rechtzeitig fertig, hoffe ich, oder? Ja. So. Dann stellst du dich da an die Tür. Dann gucken wir mal. Was haben wir jetzt? Vorratskapsel. Mann, heute ist aber was los hier. Wollte. Gut, interessiert mich jetzt erstmal nicht. Gerade wichtigere Probleme. Shrike, du stellst dich mal in die Tür rein, du kannst schon mal feuern. Condor, du auch. Und du gehst mal dahin. Damit dir schon mal das Feuer öffne. Okay, so, Rückzug. Du machst auch Rückzug. So. Pete. Geht mal hier hin. Sollte nämlich nach Möglichkeit keinen Wurfspeer abkriegen, die sind nämlich übel. Oh shit. Schuss, ist auch schon mal gut. Kriegen wir den vielleicht klein hier? Hm, wieso, der hat doch einen Kopfschuss, oder? Wieso ist der nicht? Ach, der Helm hat den Kopfschuss anscheinend abgefangen, oder? Rückzug. Darfst du nochmal? Oben den Hammer schon mal. Du gehst mal hier hin. Fieb, gehst mal hier hin. Oh shit. Rückzug. Okay. Kommen die da irgendwo rein? Nee, oder? Doch, da oben. Scheibenkleister. Techniker Gaming. Mmh.